Servus Leute, hier ist der Reset und willkommen zurück zu Mirror's Edge Catalyst. Ich nehme wieder mal zwei Folgen am Stück auf und letztes Mal habe ich ja dann doch keine Mission gemacht, weil ich so viel Sachen gefunden habe. Ja. Und dieses Mal machen wir wirklich mal mit einer Mission weiter. Man glaubt es nicht, aber ja, ich mache auch Missionen in dem Game. Holy shit. Dass es sowas noch gibt. Erstmal wieder gecopyrightete Musik anmachen oder so. Das Problem an mir ist einfach, ich bin zu oft auf der Suche nach irgendwelchen komischen Sachen. Runner Tags und Stuff. Unnötige Scheiße, aber ich habe was aufgesammelt. Oh. RIP. Mehr. Runner Tags. Ich kann mir Embleme bauen. Mit den ganzen Sachen, die ich hier gerade finde. Embleme und Titel. Bin ich hier hochgekommen? Screen hacken? Für was? What? Die Frage ist hier, warum? Warum habe ich das gerade gemacht? Alles klar. Da, wo die Story weitergehen wird, ist einfach eine schwarze Wand. Machen wir doch die Mission. Jetzt zeige ich dir, wer hier der Boss ist. Boom. Bist du dir da ganz sicher? Nein. Ja. Nein! Wieso? Wieso? Du bist eine Niete. Störe ich euch bei irgendwas? Nein, ich habe schon gewonnen. Verdammt, das Spiel ist doch komplett unlogisch. Du lernst es noch. Fate hat mich ständig geschlagen. Ganz genau. Du hast also einen Run für mich? Richtig. An. An. Elysium Labs. Ein Datendiebstahl. Sehr gut bezahlt. Ein Einbruch bei Elysium? Ist sie dafür bereit? Lass das mal meine Sorge sein. Du gehst mit ihr. Ich kann gut auf mich selbst aufpassen, Noah. Wie letztes Mal? Du gehst alleine rein, aber Icarus hält Wache. Hör zu. Die Daten dort sind extrem gut gesichert. Ihr könnt euch also keine Fehler leisten, verstanden? Was kriege ich fürs Babysitten? Hm? Genau ein Drittel. Mhm. Oder? Ich gebe den Run Aisha und Caleb. Also? Schon gut. Wir sehen uns dort, Faye. Mhm. Oh. Und verlauf dich nicht. Der Typ ist ein Hurensohn. Mehr gibt's dazu nicht zu sagen, Mann. Los. Oder soll er vor dir da sein? Wenn ich sie wäre, wäre ich jetzt richtig hart angepisst. Also richtig hart. Weil der eine Typ ist der Inbegriff von Hurensohn. Ja, ich muss wahrscheinlich wieder durchs gleiche Fenster wie letztes Mal raus. Das hier hinten ist. Du hast einen Job für mich. Den mache ich jetzt nicht. Halt die Schnauze. Diese blöde Handlangerin, Mann. Jedes Mal, wenn ich da vorbei pace, steht die da und labert mich mit ihrer Kacke voll. Elysium Labs ist eines der größeren Gebäude. Du müsstest an der Seite ihr Logo sehen. Alles klar, Mann. Das ging weit runter. Das Teil hat mir gesagt, ich soll da abspringen. Von dem Roten. Oh, ein bisschen übertrieben vielleicht. So, und jetzt machen wir das gleiche nochmal in Gescheit. Ach so. Das erklärt einiges. Oh, und ich vergesse immer, dass ich nach diesen Rutschen abrollen muss.
Noah hat dich damit beauftragt, bei Elysium Labs einzubrechen und feigen Konkurrenzunternehmen Daten über ein neues Enzym zu stehlen. Icarus wird außerhalb des Gebäudes die Augen offen halten, um sicherzustellen, dass alles wie geplant verläuft. Du hast eine Shotgun bei dir, ein einmalig verwendbares Hacking-Tool, das lediglich an der richtigen Konsole angebracht werden muss. Den Rest erledigt dann die integrierte Software. Dies ist deine erste richtige Mission, für die du außerdem gut bezahlt werden dürftest. Es ist ein kleiner Schritt auf dem Weg, deine Schulden bei Dogen zu begleichen. Mach mal. Das ist heute offenbar dein Glückstag. Wieso? Ich habe ein offenes Fenster gefunden. Da kommst du rein. Das kommt mir komisch vor. Ist ihre Security echt so nachlässig? Wer weiß. Willst du abbrechen? Mir wäre sowieso wohler, wenn ich selbst reinginge. Was soll das denn bedeuten? Dass du einen Ruf hast. Aber nur zu. Das sehen wir ja gleich. Hol uns das Geld. Der Typ ist ein Hurensohn. Spasti. Warum kann man den nicht verprügeln? Ich kenne keinen im Game, der es mehr verdient hat als er. Ich würde gerne Schleichen als Fähigkeit haben. Aber dafür fehlen mir 1000 EP. Irgendwo ich hier hocke. Ach ne, das ist nur Hocke. Gibt's hier Schleichen? Nein, gibt's nicht. Okay, dann egal. Nicht hin. Was sagt die Runner-Vision? Please, man. Wie komme ich... Ah, okay, ich weiß, wo ich hin muss. Jetzt wäre die 180-Grad-Drehung cool. What? Warum hat sie losgelassen? Was habe ich gemacht? Habe ich was Falsches gedrückt? Hey, ich habe nichts gedrückt. Okay. Ich darf den Aufzug neu klettern. Danke dafür. Geiles Ding. So, und jetzt einmal in Gescheit. Die Sache wird geregelt. Sonst noch was? Um ehrlich zu sein, ja.
Ich bin in unseren Projektdateien gestern zufällig auf ein Unterverzeichnis gestoßen, in dem etwas namens Kingdom erwähnt wird. Die Dokumente werfen einige beunruhigende ethische Fragen auf. Was in Kingdom vor sich geht, ist nicht Ihre Angelegenheit, Mr. Kruger, mir wurde volle Kontrolle. Und so wie ich es sehe, wenn die dortige Forschung die dieses Kingdom-Teil, von was die reden, interessiert mich. Das wird sicher wichtig. Wie bitte? Wir sollten den Run abblasen. Nein, ich bringe das hier zu Ende. Na schön, ich kann dich ja sowieso nicht aufhalten. Icarus, gib uns Bescheid, falls sich draußen was tut. Faith, dein nächstes Ziel sind die Büros. Jo, das geht hart schief. Ich frage mich, was Gabriel Kruger mit der Mortell-Familie und Elysium zu schaffen hat. Je weniger wir darüber wissen, desto besser. Wissen ist Macht, Noah. Ja, für manche. Hinten muss ich rein. Ja. Hier ist 4H. Okay. Ja, komm mal hin. Bin schon fast da. Die große Frage ist, hier könnten eigentlich einige Sachen und Infos rumliegen immer. Aber wir laufen einfach den Weg hoch und klettern nicht. So. 3G. Muss er nur noch hier rüber. Dann habe ich es schon. Das ist das Ding. Ach, ich muss runter. Ich bin am Terminal und setze die Shotgun ein. Sehr gut. Ich habe die Bestätigung. Der Grab war erfolgreich. Noah, hier ist noch jemand. Er sieht nicht wie ein Runner aus. Ach, dass du da rauskommst, Faye. Sorry, aber ich will mir das ansehen. Das war ja klar. Ich sitze dann mal untätig hier rum und hoffe darauf, dass du davon kommst. Kannst du nicht das machen? Hab ich aber nicht. Faith, du musst mir nichts beweisen, okay? Ich will einfach nur, dass du gesund wieder zurückkommst. Scheiß auf Gesundheit. Kann ich schon rüber? Ja. Halt dich bitte dran fest, wenn ich drauf zuspringe, Mann. Ist doch nicht so schwer. Hier. Da. Geht doch. Dieser Bereich ist irgendwie anders. Ich frage mich, was die hier machen. Wo geht's durch? Ist die Tür öffnen? Area 9, okay. Erstmal eine Cutscene. Natürlich bemerkt er mich, als ob er mich nicht bemerken könnte. Mit entsprechenden Resultaten der anderen Einrichtungen.
Freut mich, das zu hören, Mr. Kruger. Wir waren... Was zum... Director Mara, geben Sie Alarm. Schalt ihn aus. Hier spricht Director Mara. Wir haben ein Code Blau. Dr. Hill ist tot. Was? Was heißt, Sie sind ausgesperrt? Die kann was. Komm, das nimm mal mit, Faith. Halt! Ich brauche ihn lebend. Was war das in seiner Hand? Cyanid. Bedauerlich. Wo ist das Ding? Rip. Schnapp sie! So, jetzt können wir uns verpissen. Später, ich brauche einen Ausgang. Versuch einfach irgendwie rauszukommen. Den Rest übernehmen wir. Oh. Alles klar, Mann. Rest in peace, man. Stirb du auch. Hey, versuch einfach da irgendwie rauszukommen. Wenn du kämpfen musst, kämpf. Aber mach, dass du da rauskommst. Nikolas, tu was du kannst, um mir zu helfen. Bin schon dabei. Sollten wir lieber Verstärkung rufen? Hey, ich seh dich. Du musst ein Stock tiefer. Dann schieb ich dir ein Seil rüber. Wohin muss ich? Da hinten muss ich. Los! Alles klar. Das schon seit Jahren. Wir machen keine Runs gegen Krugers Hack. Und was ist das Erste, das du machst, nachdem du wieder raus bist? Ich habe den Eindruck, ich rede bei dir gegen eine Wand. Wunderschön. Komm aus dem Gefängnis gekommen. Erstmal komplettes Chaos machen. Warum sollte man noch was richtig machen? Ich habe ja keine Probleme gehabt. Ich verstehe nicht, wieso die nicht einfach die Dächer durchkämmen. Das würde ich... Verpiss dich, du Hure. Sorry für die harte Ausdrucksweise, aber geht nicht anders. Die Frage ist... Was wollte ich jetzt sagen? Genau, wieso durchsuchen die Bösen eigentlich nicht einfach die Dächer von Krugers Hack? Dann hätten die gar kein Problem mit Runnern. Das ist jetzt nicht so schwer, das Versteck hier zu finden. Sprechen wir mit Noah. Was sollte das denn? Ich freue mich auf dich zu sehen. Mach nur so weiter und du überlebst keinen Monat. Ende gut alles. Es lag an meiner PlayStation. Das ist nicht von hier. Der Typ, der es hatte, ist dafür gestorben. Es könnte die Lösung für mein Sorgenproblem sein. Ja, oder es bringt uns ins Grab. Faith, wir legen uns nicht mit Gabriel Kruger an. Auf gar keinen Fall. Vielleicht schicken wir sie mal einfach zurück. Hat Kruger dich gesehen? Er hat irgendwas gesehen. Es war zu dunkel, um irgendwen zu erkennen. Hör zu, ich dachte, ha, ich tue das Richtige. Nein, du hast nicht gedacht, Faith. Das tust du nie. Du Mist. Ich muss über die Sache nachdenken. Versuch, so lange am Leben zu bleiben. Okay? Ich habe dich schon mal verloren. Keine Angst, da bin ich. Wir sind Krugers Hack los. Wie jetzt? Kein Dankeschön? Ich hau mich mal aufs Ohr. Gib mir Bescheid, okay?
Ach, jetzt tut er mir leid. Ja, kein Plan, was gerade passiert ist. Erstmal Cutscene aus ihrer Kindheit. Nicht jetzt, Süße. Ich muss das hier fertig machen. Kat! Wo seid ihr? Hier drin seid ihr sicher. Und rührt euch nicht von der Stelle. Lassen Sie uns gehen, Kruger. Sie wollten nicht kooperieren, Dr. Connors. Das hier ist Ihre Schuld. Mama, was ist das? Das, mein kleines Wesel, ist deine Zukunft. Alles klar. Bildschöne Vergangenheit hier. Machen die anderen Runner eigentlich jemals was? Oh, mir fehlen noch 45 EP zum nächsten Teil. Zum nächsten, ja. Upgrade. Wisst ihr was? Den Job machen wir noch. Du. Dieses Paket enthält eine kleine Statue, die für mich von enormem ideellen Wert ist. Sie ist ein Geschenk. Eine Art Zeichen meiner Zuneigung. Also zerbrich sie bitte nicht, sonst ist alles ruiniert. Halt die Klappe. Ich bin nicht sicher, ob er noch weiß, was mir diese Statue bedeutet oder wofür sie einmal stand. Wir waren damals noch jung. Wir waren vollkommen andere Menschen. Wir hatten Träume. Orte und Dinge, die wir sehen wollten. Das war natürlich vor den Unruhen. Unsere Freunde sind an diesem Tag gestorben und es fühlt sich an, als hätten wir die darauffolgenden Jahre damit verbracht, es einfach auszublenden. Nach den Unruhen haben wir uns eine Woche lang in meiner Wohnung verkrochen. Die Statue stand auf einem Tisch in meinem Wohnzimmer und wir haben darüber gescherzt, dass sie bei all unseren Gesprächen dabei war. Dass sie uns mit blinden Augen beobachtete und belauschte, ohne etwas zu hören. Das war kacke. Und alles mitbekam. Ich hoffe, ihr Anblick entzündet in ihm einen Funken dessen, was er einst war. Dass ich schlecht bin, habe ich schon gewusst. Aber das alles ist wertlos, wenn er sich nicht auch ändert. Verdammt, ich hab's A kaputt gemacht, B war ich zu langsam. Das machen wir aber noch. Ich hoffe, ihr Anblick entzündet in ihm einen Funken dessen, was er einst war. Ich bin hier drüben. Die Dinge müssen sich ändern. Aber Alter, war das knapp. Wertlos, wenn er sich nicht auch ändert. Das ist von ihr, oder? Sie sagte schon, dass sie einen Runner schicken würde. Ich finde ja, sie hätte wie jeder andere auch Cascadia Logistics beauftragen können, aber sie schätzt eben ein gewisses Flair. Vielen Dank. Alles klar. Dann nehmen wir gleich noch das hier mit. Wenn man schon mal so passend hier kommt. Was? Birdmans Route? Ach, das ist die von vorhin. Von Birdman, die ist genau hier, oder was? Oder? Keine Ahnung, ich denke, die war hier. Ja, machen wir noch schnell ein Upgrade. Ah, was nehmen wir dieses Mal? Was denn noch? Muss schon schauen. Was ist, wenn ich einen Wallrun mache? Ach so, ja. Ja, das nehmen wir. Schnell mal testen.
Und wenn ich an der Wand entlang auf... Alles klar, das ist ganz praktisch. Kann ich brauchen. Wir noch schnell dazu was testen. Was geht da? Hoch, Drehung, abspringen. Eine Rolle, ja. Wunderschön, die Fähigkeit ist sehr wichtig. Die war im ersten Game auch ganz nice. Alles klar. Alles klar, please. Aber ich würde sagen, hier drin ist was. Oder hier war ich schon. Hier war ich schon. Ich würde sagen, das war's mit der Folge. Wir haben jetzt dieses Mal sogar einiges hingekriegt. Einen unglaublich geilen Run auch gehabt. Und würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr einen Daumen nach oben da lassen, Abo da lassen oder das Video zu euren Favoriten hinzufügen. Dann hoffe ich, dass wir uns im nächsten Mirror's Edge Catalyst Video wiedersehen. Also, Servus Leute. RIP.